Ja. Gluconorm. These are ancient recipes. And it's just formulations. Und der erste Bestandteil hier ist Gluconorm. Das ist aber jetzt nicht Einkraut, das ist bereits ein Kombiprodukt. Und das basiert auf alten Formeln, die er also auch noch von seinen ayurvedischen Lehrern mitbekommen hat, die dort schon über Jahrhunderte erfolgreich ausprobiert wurden. Und da sind eben diese ganzen verschiedenen Mittel drin. Sie können sehen, wie viele dort aufgeführt sind. Ja. Da sind also sowohl Kräuter drin, als auch Minerale. Ja. Next, Insulinum. Dann ein weiterer funktionaler Bestandteil, der auch wieder mehrere Ingredienzien in sich hat, Insulinum. And Superchuck, Digestforte. Okay, also das sind alles zusammengefasst praktisch die Kräuter, die jeweils eine bestimmte Funktionsweise, die er vorhin angesprochen hat, übernehmen. Also zum Beispiel speziell den Blutzuckerkreislauf, Stoffwechsel angehen. Diese Sache hier zum Beispiel, die speziell jetzt Agni und Ama reduzierend, Agni erhöhen, Ama reduzierend wirkt. Dazu gehören you alle have diese experience Sachen. With Digestforte, yeah. It's a very effective Kräut, a herb. It's mainly the main ingredient is cumin and panchlavan. Und die Hauptingredienzien hier sind Kreuzkümmel und Steinsalz. And salt breaks the ama in the intestines. Und Salz hat die Fähigkeit, Ama im Verdauungstrakt zu zerbrechen, aufzulösen. Und deswegen ist das sehr, sorry. Ja, yeah, you go ahead. No, you go ahead. No, you go ahead. No, deswegen ist da sehr viel drinne. Und er sagt, es ist effektiv. Und auch ich habe meine Erfahrung mit dem Produkt. Also bei uns heißt es anders, aber es ist genau das gleiche, die gleiche Ingredienz. Es ist fantastisch. Wir benutzen sogar ein Punchkarma, weil es Ama so fantastisch in der Vorbereitung für Punchkarma wegbricht. Ja. Yeah. And then Amna. Und das ist gut. Okay. Und auch diese Sache ist wunderbar, um jetzt speziell Ama zu reduzieren. Also es ist ein wunderbares Mittel, was tief in den Gewebsschichten, aber auch im Verdauungstrakt Ama rauslöst und dafür sorgt, dass das wirklich zerbrochen, zerschnitten und dann in den Stuhl gepackt wird, um ausgeschieden zu werden. All diabetes patients I see, they have a messy stool. Loose motion. Obstipation, changing day by day, irregular, and this product is amazing. It regulates stool like anything. Und durch die Ama-Verschlackung bei Diabetespatienten kommt es oft dazu, dass also der Stuhlgang völlig gestört ist, dass teilweise Stuhl Dünnpfiff, teilweise Verstopfung da ist. Und um jetzt hier wieder einen gut geformten Stuhl herzustellen, ist Amna fantastisch. Ja. Toxifree. Bitte? Entschuldigung, dieses Toxiforte. Nein, nicht. Nein, Toxifree. Das war ein anderer Name, unter dem ich das kenne. Völlig was anderes. Toxiforte. Also diese Mischung, die er gerade dort hatte. Toxifree. And Uriton to reduce swelling. Und Uriton, also ein Mittel, also eine Kombination von Dingen, die darauf wirkt, dass erstens Wasseransammlungen, Schwellungen ausgespült werden aus dem Körper. Also hier praktisch die Lymphdrainage unterstützt. Dafür sorgt, dass Urin mehr produziert wird und somit Wasser ausgeschieden wird und die Ausscheidung des Wassers leichter geht. And this is IU96 is a liver preparation. It's to increase liver function. It's und always good. Da es ein metabolisches Problem ist, ist ganz wichtig, dass also der Stoffwechsel auf der Leberebene auch optimal funktioniert. Also hier sozusagen die Leber zu unterstützen, was auch gleichzeitig den Blutkreislauf reinigt, die Leber, Blut hängen zusammen und Cholesterin rauszuholen, denn die ganze Sache, wie wir gesehen haben, findet im Blut statt, was im Blut alles ist, das Ama, was da ist. Also hier ist die Leber entscheidend, Blutreinigung entscheidend, das macht dieses Mittel. This is So to reduce fat, I add also one product called Fatburn. It's to reduce cholesterol, to activate fat metabolism, which is very important because it's proven that when there is a lot of fat around the organs in the abdomen, insulin will not have the effects it should have. And actually then you get free-floating insulin,
which is also very toxic, but that we. Und ein Mittel, was oder eine Kombination, die speziell die Fettzellen angeht und Fettzellen reduziert, weil das Fett reduzieren ist entscheidend wichtig in den Patienten, die eben fettleibig sind, weil Fettpräsenz im Körper oder exzessive Fettpräsenz hat einen negativen Effekt auf Insulin. Insulin kann nicht richtig arbeiten, damit erhöht sich der Insulinspiegel im Blut und auch das bringt Probleme, wenn zu viel Insulin im Blut ist. And then, so these were the combi preparations in the kit, and now I've also added these three: Salacia oblonga, OPC grapeseed extract, and this one I have specially added because of the protective action of OPC to the blood vessels. What is OPC? OPC grapeseed extract. What does OPC stand for? I don't know. It's okay. A long. Okay. OPC, it's a very effective. That's interesting. I have a story about this OPC. Epidemiologists, mm-hmm. Yes? They wanted to know why the French and the Italian have the longest lifespan of Europe. Also ein Epidemiologe hat eine Untersuchung gemacht, warum haben die Franzosen, die Italiener die höchste Lebensspanne in Europa? While they're eating not so healthy. Und lot of saturated fat, lot of alcohol, lot of... Obwohl sie eigentlich mit einer der ungesundesten Diäten haben innerhalb Europas und Alkohol trinken, viel fettiges Essen essen. And then they found it's because of the grape. Und sie haben herausgefunden, dass es am Wein liegt. Wein, ne? Grape. The grape. Ja. Naja, die Weintraube. Ja, Wein. Die Weintraube. The French and the Italian drink a lot of wine. Nicht Traube. Also es liegt am regelmäßigen Weintrinken, also den Stoffen, die gerade im Weintraubensamen drin sind. Red wine. No, it's the red wine. Und davon trinken sie auch mehr. And then this one, Sicerium cumini, it's the Sanskrit or the Hindi name is jamun. Jamun they make the desserts from. Yeah? But this also has a blood sugar lowering effect and it reduces blood pressure by 35%. From research found. Und jetzt weiß ich nicht, welches Mittel das ist. Weißt du, was ist es? Jamun? Ja, so ein Berry. Yeah. Also es ist eine kleine Beere. Gel. Okay. Gel. Yellow. Yellow Berry. Yellow? Yeah. Yellow okay, fruit. Also eine gelbe Frucht, die also nachweislich auch Blutzucker senkend ist und offensichtlich auch Blutdruck senkend ist. Ja. Yeah. And I think that was it. Gesundheit ist der größte Schatz. Ja, habe ich tatsächlich verstanden, dass diese zuletzt gezeigten, wenn man alle Bestandteile dieser... Ja, das sind alles funktionale Sachen, die alle drin sind. Also diese ganzen Mittel, die dort aufgestanden sind, zusammengefasst, diese Mittel zusammen machen diese Aufgabe, diese Aufgabe, diese Aufgabe plus die letzten drei, die jetzt auf dem letzten. Yeah, in the beginning I told that when I started my practice and what I had learned from India, because I studied in India, I started practicing same way, exactly what I learned, and then I saw very good results, and then every time I added something extra for swelling or etc. Mm-hmm. And then I decided every time I have the good result with the same preparations, so let me make a standard program of it. Und so we can help a lot of people. Because this kit, it's 11 products inside, and if you would have to buy each product separately, you would pay €180. And now this kit costs 100
Euro. Und zwar ist es deswegen, hat er das auch so aufgeführt, weil so hat er gelernt, so hat er seine Praxis zu Anfang gemacht. Sie verstehen es mal, weil die anderen noch nicht. Das heißt, er hat die ayurvedischen Produkte genommen, die er in der Praxis in Mumbai kennengelernt hat und die immer wieder angewendet. Und das waren diese verschiedenen Präparate. Die hießen anders, aber die haben alle diese verschiedenen Funktionen. Und weil er gemerkt hat, dass er eigentlich mit den ganzen Symptomen, mit denen seine Patienten gekommen sind, immer wieder diese verschiedensten Sachen alle mit einbeziehen muss und immer ein super Ergebnis hat, hat er gesagt, jetzt packe ich die einfach alle in ein Kombiprodukt mit rein. Erstens wird es sehr viel billiger und ich habe alle diese Problemzonen immer abgedeckt auch. Weil wenn Sie jetzt diese einzelnen Sachen kaufen würden, würden Sie ungefähr 180 Euro zahlen. Und Sie zahlen eine Menge weniger, wenn Sie alle in einer Formel zusammen kombiniert sind. Ist das auch für die Prävention geeignet? Mhm. Ja. Yeah, I have people, they don't have diabetes, but they take this whole kit because weight loss is so effective. Weil es eben einen wunderbaren Effekt auf Stoffwechsel, Metabolismus, Fett, Lymph und so weiter hat, nehmen es auch Leute, die zwar überhaupt kein Diabetes oder Insulinresistenzproblem haben, aber ein Gewichtsproblem, und es funktioniert für die genauso. Und hat auch eine präventative Wirkung, um den Diabetes zu verhindern, präventativ. Auch in der Domine? In the same dose? Yes, same, same. Wie ist es mit Triglyceride? How is it with triglycerides? Are they also being reduced with those remedies? That I don't know, but cholesterol is... My experience is because I know the individual remedies that are included, they do have a triglyceride reducing effect. Aus meiner Erfahrung, weil ich mit den Produkten auch gearbeitet habe, sie haben einen Triglyceriden senkenden Effekt auch. Und zwar einfach aus der ayurvedischen Sicht begründet, sie arbeiten an Agni, sie arbeiten Ama reduzierend und sie bringen den Stoffwechsel hoch. Es muss passieren. Ja. Ja, sind zwei unterschiedliche Chemikalien, die aber beide Probleme bringen, was die... Also, Entschuldigung. Entschuldigung. Meine Frage war, wie ist ein Cholesterin mit, also speziell LDL-Cholesterin? Ja, aber ich glaube, er sagte, das bringt Cholesterin genau auch runter. Cholesterin, Cholesterol reducing. Entschuldigung. Kein Problem. Also, es ist cholesterinsenkend, es ist blutzuckersenkend und es ist triglycerinsenkend. Und deswegen so wunderbar benutzbar und einige der Sachen auch Blutdruck senken. Blutdruck senken aus ayurvedischer Sicht auch alleine, weil Stoffwechsel erhöht sich, Blockaden kommen raus, Zirkulation wird erhöht. Damit muss der Blutdruck runterkommen. Wenn das so funktioniert, wäre es doch eigentlich logisch, dass auch, zumindest als supportive Therapie beim Diabetes 1 einzusetzen, zumindest beim Diabetes 1B, also moderate onset diabetes. Mm-hmm, mm-hmm. Also wie schaut es aus? Okay, how I have also people with diabetes 1 on how you call that? That diabetes that has always high blood insipidus, no? No, that's the kidney. That's the kidney related. It's on the film, but the blood sugar, whatever you do, it won't go down. There's these diabetes people that whatever treatment they get, it won't get lower. And I found with herbs and with the good advices, you get lower blood sugar. Also es gibt einen sehr hartnäckigen Fall, ihm fällt gerade der Name, also die Bezeichnung nicht ein. Es gibt eine sehr hartnäckige Variante beim Diabetes mellitus. 1C, also es gibt eine spezielle hartnäckige Variante, wo mit der schulmedizinischen Intervention selbst dann nicht der Blutzucker runterzukriegen ist. Und er sagt, er hat Fälle gehabt, wo mit diesen Sachen auch da der Blutzucker runtergegangen ist. Man kann es probieren, und er sagt auch die Frage, weil hier, wie schaut es aus bei Diabetes 1 und also bei der moderaten Variante vom Diabetes 1b, die also nicht schlagartig einsetzt, sondern noch eine gewisse Ausschlag oder eine graduelle Entwicklung hat. Genau. Auch da hat das eine effektive Wirkung. Vielleicht nicht
so wie bei Diabetes 2, aber auch da hat das eine sinnvolle Wirkung. Nochmals, nicht speziell diese Kräuter, es sind viele Kräuter, die Effekt haben, so, aber das, just do it, I would say. Ganz wichtig ist, das, was er jetzt, seine Formel, es ist nicht die einzige, die es gibt. Es gibt so viele Kräuter, die diese Effekte haben. Wichtiger für Sie ist, dass Sie ein Verständnis bekommen für den konzeptionellen Ansatz. Also diese verschiedenen Bereiche müssen gemacht werden im Stoffwechsel. Wie Sie das machen, ist dann Ihre Sache. Je nachdem, suchen sich Experten, suchen sich die Möglichkeiten, die Sie haben. Wenn Sie diese verschiedenen Dinge angehen und abdecken, kommt ein Erfolg mit dem Diabetes, mit der Behandlung. Ist das über deine Praxis? Ja. Sonst noch eine Frage? Is it possible to get those products from you directly from Holland? Yes. What about the minerals? That's the only question I've got. The Rasa preparation, there are some Rasa preparations inside. What about these? Was it difficult for you to get them involved in the... No. Because you're a medical doctor or... No. There's no problem in Holland. Ah, Holland ist Niederlande, easy peasy, alles ist möglich. Also die Frage war, was ist möglich? We can smoke ganja in the coffee shop. Die Frage war, we can do basmas in the medicine. Die Frage war, was ist mit den Mineralienzusätzen und auch den Eisenzusätzen, die in einigen dieser Produkte mit drin sind. In Niederlanden ist die ganze Geschichte etwas flexibler, da ist es möglich. Hier ist aber auch noch eine andere Sache wichtig im Kontext von Ayurveda. Diese Produkte sind hier hergestellt. Are they produced here or in India? India. Oh, okay. And it is possible to get them in. Yeah. Okay, also sie sind in Indien hergestellt, aber sie können nach Niederlande rein. Sie würden sie wahrscheinlich nicht direkt nach Deutschland reinbekommen oder in andere Staaten, wo diese Grenzkontrolle größer ist. Aber dadurch, dass sie in den Niederlanden sind, ist es jetzt intereuropäischer Verkehr, sollte kein Problem sein, sie aus den Niederlanden zu beziehen. Ja, yeah. So, I know one company that you can prescribe medicines and they will send it to your patients. Also, es gibt auch die Möglichkeit, damit Sie nicht, sollten Sie sie benutzen wollen, damit Sie nicht Probleme bekommen, Sie brauchen Ihren Patienten einfach nur die Adresse von dem Versand geben und der Versand schickt das automatisch an die Patienten. Auch das geht. Okay. No, sehr gut, wunderbar. Ich bedanke Ihnen für die Frage. Sehr wichtig. What about testing, contamination? Everything is tested. Pesticides in India or here? No, here. PACs, PAC, PAC, maybe you have heard of. And